denkst du, ist das hier? Luftschutzbunker. Ich wollte jetzt nicht Atomreaktor sagen. Lass mich mal nachdenken. Ihr seht, ich habe sehr, sehr viel Hand of Blood geguckt. Die Brücke! Ich hab ihn gehört. Rictus Hilfa! Rictus Hilfa! Tut mir leid, wenn ich so ruhig bin, aber ich will ja auch alles finden. Und ich glaube, wir haben tatsächlich ein Geheimnis nicht gefunden. Schade. Ich glaube, ich weiß auch schon wo. Es war genau am Anfang, glaube ich. Bei mancher gehe ich auch nicht in die Räume rein. Und da wird es nicht gezählt. Nein, das war scheiße. Das war falsch. Nein. Was? Rictus Hilfa! Rictus Hilfa! Oh Gott! Rictus Hilfa! Rictus Hilfa! Hermine! Rictus Hilfa! Rictus Hilfa! Rictus Hilfa! Ach doch, es war doch richtig. Oh. Ah, okay. Ha. Wow. So. Wo ist der Hund? Das ist kein Hund. Tastenkombination, weil ich will kurz wissen, wie ich die Facecam ausmachen kann. Alt F6. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sirius Black ist nicht das, was ihr denkt. Und Kretze ist keine Ratte, er ist ein Zauberer und heißt Peter Pettigrew. Was? Passt auf! Ich kann das erklären. Pettigrew ist ein Animagus. Nicht Sirius Black hat deine Eltern verraten, Harry, das war Pettigrew. Peter Pettigrew hatte nicht nur James und Lily Potter an Voldemort verraten, er hatte den Verrat auch Sirius Black untergeschoben. Pettigrew sollte nach Hogwarts zurückgebracht und Professor Dumbledore übergeben werden. Aber in dieser Nacht sollte noch ein weiteres Geheimnis gelüftet werden. Professor Moody, was ist los? Überlass das mir! Lauf! Sirius! Pettigrew ist verschwunden! Er hat sich in eine Ratte verwandelt! Geht es ihm gut? Zumindest atmet er. Professor Lupin ist ein Werwolf? Das klang wie ein Hund. Das muss er sein. Geh und hilf Sirius. Ich kümmere mich um Ron.
Ja, scheiße, ne? Jetzt haben wir es hier nicht nur mit... Lass ihn in Ruhe! Er ist unschuldig! ...mit einem Massenmörder zu tun, sondern auch noch mit einem Werwolf. Geil. Expecto Patronum! Expecto Patronum. Ich finde es total... Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass man hier einfach sofort Expecto Patronum wirken kann. Jeder, der Hulk kennt, weiß, dass Expecto Patronum nur dann funktioniert, wenn man sich von einer glücklichen Erinnerung, einem glücklichen Ereignis, dazu überlaut auf mein Ohr. Expecto Patronum! Nur wenn man sich von einem glücklichen Ereignis, glückliche Erinnerung durchströmen lässt und nicht indem man wahllos Expecto Patronum durch die Gegend schreit. So funktioniert das nicht, aber okay. Für einen Moment glaubte Harry, jemanden zu sehen, der ihn zu treffen versuchte. War es sein Vater? Aber nein, das konnte nicht sein. Harry, wie geht's dir? Ich bin tot. Was ist passiert? Geht es Sirius gut? Wo ist Ron? Madam Pomfrey sagt, dass Ron wieder gesund wird. Er braucht nur ein wenig Ruhe. Leider hatte Sirius Black nicht so viel Glück. Er ist in einem hohen Turm eingesperrt. Er wird bald den Dementoren übergeben. Ich kann nichts dagegen tun. Aber er ist unschuldig. Ich glaube das auch. Was wir brauchen, ist mehr Zeit. Aber... Oh, der Zeitumkehrer. Zeitumkehrer? Heute Nacht könnte mehr als nur ein unschuldiges Leben gerettet werden. Ich wollte es dir erzählen. Irgendwann. Ich habe diesen Zeitumkehrer von Professor McGonagall bekommen. Ich habe ihn das ganze Schuljahr benutzt, um zusätzliche Stunden belegen zu können. Das erklärt so einiges. Wir könnten ihn benutzen, um Seidenschnabel zu retten. Und dann fliegen wir mit ihm zum Turm hoch und retten Sirius. Wir müssen aufpassen, dass unsere früheren Ichs uns nicht sehen. Ja, ne? Seidenschnabel muss irgendwo da drin sein. Es ist schrecklich still. Hast du den Zeitumkehrer auch um die richtige Zeit zurückgestellt? Das wäre es jetzt auch noch, dass wir uns dann noch mit dem Zeitumkehrer, ja, verfahren geht ja nicht, aber verreisen, ne, dass wir zu früh oder zu spät. Oh. Schau, da ist Seidenschnabel. Hallo. Klasse, lass uns einen Weg zu ihm suchen. Man muss diese Plattform doch irgendwie hochkriegen. Wie wär's mit Wingardium Leviosa? Aber okay. Okay, Geheimnisse gibt's hier gar nicht. So. Ich weiß gerade auch gar nicht, in welcher Folge wir jetzt sind. Ausgezeichnet! Ein Blasterfeld! Du hast es geschafft! Perfekt! Vorsicht jetzt! Genau! Oh nein! Die Tür ist verschlossen! Es muss doch einen Weg rausgeben. Wie wär's mit Alohomora, ihr... Draconi Force! Okay, oder halt mit Draconi Force, geht auch. Muss halt wieder ein Drache dafür benutzt werden, weil man selbst ist ja so unfähig. Wir wissen doch aus Harry Potter und der... Na? Irgendwann krieg ich's, hab's. Aus Harry Potter und der Halbblutprinz, glaube ich, war das, wissen wir doch, dass man auch mit Wingardium Leviosa Menschen zum Schweben bringen kann, ne? Wie wär's denn, wenn einer von denen auf den anderen Wingardium Leviosa wirkt und ihn dann da hochhebt? Aber, naja, gut. Da wäre ja der ganze Spielspaß weg, ne? Naja, obwohl, also wenn man hier irgendwelche Leute zum Schweben bringt, ich find's witzig. Muss halt dann natürlich auf den anderen Zauberer vertrauen, dass er dich nicht fallen lässt. Aber es werden ja wohl zwei Freunde wie Harry und Hermine hinbekommen. Ausgezeichnet, Hermine. Du hast die Tür geöffnet, aber ich komme nicht ran. Kann ich ja eigentlich wegfliegen? Ach, schade, ist eine unsichtbare Wand. Das wäre cool gewesen, aber nö.
Nein, da wollte ich nicht hin. Nein. Kann ich das Speicherbuch eigentlich... Okay, ich kann da aber durchfliegen. Okay, gut. Bisschen Spielereien, Harry Potter muss ja auch mal sein, wa? Hilft das vielleicht? Perfekt. Halt dich fest, ich schau, was drinnen ist. So, ist die Plattform jetzt eigentlich auch wieder runtergefahren? Hat das Spiel daran gedacht? Nö. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal... Ich würde ja liebend gerne speichern, ne? Crap. Oh. Okay, gut. Oh, hallo. So, Jungs. Ah. Aha. Depulso. Nein! Du W-I-Doppel-X-E-R. Kann man hier draußen eigentlich irgendwas machen? Ich habe mich hier noch nie umgeguckt. So, nein, kann man nichts. Hier ist zu. Hier geht auch nicht. Hier war das Depulso-Ding. Da oben ist irgendwo Hermine, die da feststeckt. Nee, alles gut. Hallo Hermine. Hallo. Das hat ja viel gebracht. Jetzt sitzen wir beide hier fest. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben beide auf jeden Fall keine Ahnung, wie wir diese zwei Schlösser geöffnet bekommen. Oh, noch einer? Also, wie kriegen wir wohl diese beiden Schlösser geöffnet? Also, es geht doch gar nicht. Also ganz ehrlich, diese Dialoge in den Spielen, das ist ja der Wahnsinn. Oh Mann. Richte! Also ganz ehrlich. Heult. Was ist jetzt los? Ein Lapifos-Kaninchen. Ja. Oh, cool. Kesselkuchen. So. Na, hier war es ja nur Geheimnis, ne? Ich würde gerne mal wissen. Ach so. Ah, okay. Sie wird ein paar Meter daneben dann hingespawnt. ...222... Kürbispasteten. So. Ich frage mich, warum hier ständig hin und her gewechselt werden muss, aber okay. Ja. So. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Zwar in dem Moment, wo der weggeht, springe ich einfach. Weil dann... Ah, schade. Das kann jetzt ein bisschen dauern, Freunde. Aber ich will mal wissen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt ohne sie, weggehe.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bei 8. Elasto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yay! Ah, schade. Da ist er. Schade. Schnäbelchen, wie hol dich hier raus? Ah, schade, das wäre cool gewesen. Aber. Ja, ich versuche immer die Bugs zu finden in den Spielen. Ich schau nach, ob es Zeit ist, Sirius zu retten. Sei vorsichtig, Harry. Dank der Kraft des Zeitumkehrers eilte Harry zum See. Er musste herausfinden, wer den Patronus-Zauber gesprochen und ihn so von den Dementoren gerettet hatte. War sein Vater gekommen, um ihm zu helfen? Hatte James Potter gezaubert und Harrys Leben gerettet? Doch dann verstand Harry. Er hatte nicht seinen Vater gesehen. Er hatte sich selbst gesehen. Excepto Patronum! Ist ja schon irgendwo ein bisschen billig, dass man das nicht selber machen muss. Aber, naja, gut. Hauptsache, die Dementoren kommen jetzt auf meine Seite. Das habe ich gut gemacht. Hä? Ah! Da ist noch einer! Excepto Patronum! Verdammt! Ach doch, klappt! Excepto Patronum! Excepto Patronum! Excepto Patronum! Ich würde gerne wissen, welche Gedanken meinem Harry gerade durch den Kopf gehen. Hallo! Nicht. Du hast einen Patronus beschworen, der alle Dementoren vertrieben hat. Das ist sehr, sehr fortgeschrittene Magie. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon getan hatte. Macht das Sinn? Harry, wir müssen Sirius vom Turm retten und zurück im Krankenflügel sein, bevor irgendjemand unser Fehlen bemerkt. Genau, gehen wir. Sie werden jeden Moment hier sein. Schnell, geh! Wie kann ich euch jemals danken? Geh! Wir sehen uns wieder. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry.
Die Nachricht von Sirius Blacks Flucht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Niemand wusste, wie er das geschafft hatte. Harry, Ron und Hermine behielten ihr Wissen für sich. Außerdem war der Tag ihrer letzten Prüfungen und nicht jeder der Freunde war gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie du auch nur eine einzige Prüfung bestehen sollst, Ron. Du hast doch überhaupt nicht gelernt. Ich? Was ist mit dir? Du hast doch die ganze Zeit mit Seidenschnabels Verteidigung verbracht. Bitte, Ron, nicht so voreilig. Ich habe natürlich den Zeitumkehrer zum Lernen benutzt. Ich möchte wie immer Bestnoten erhalten. Sie hat immer eine Antwort parat, was? Schlechte Nachrichten, Ron. Deine Carpe-Retractum-Prüfung ist zuerst dran. Wir müssen in Professor Lupins Klassenzimmer. Nehmen wir die Abkürzung über die Porträts in den dritten Stock oder die Treppen? Ich beende mal ganz kurz hier die Aufnahme. Wir sehen uns dann in Part 8 oder 9. Nee, Quatsch, 9 oder 10. Part 9 oder 10. Bis gleich.